Servus, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen jetzt immer wieder zurück zu einer neuen Folge. Wir müssen Sieht aus, als würden die Jäger zu hier gejagten. in Molomorfer 2 Das den kann Panzer alles hier vorne werden. außer Gefecht setzen. Kannst kaum erwarten, den Bastard zu grillen. Boah. Wir müssen das stärker müssen, um den diesen Panzer zu erledigen. Das ist unser Trainingsgerät. Hier gibt's jede Menge Zeit. Easy. Boah. Der Panzer. So. Such nach C4 für ja, den Panzer. Wenn ich C4 finden würde, boah, wäre das eine Möglichkeit. Du und deine mexikanischen Freunde habt euch mit den Wow, Falschen-Ombres was? angelegt, McTavish. Ja, okay, aber wir wissen jetzt sofort, wo wir das C4 finden. Oh Gott, wo macht die alle fertig? Scheiße, ja. Sieht aus, als würden die Jäger zu Gejagten. Das kann Arschritt ist. Das war das, was mir nämlich vorher so derbe gefehlt hat. Das Bastard zu grillen. Wir brauchen was Stärkeres, um Graves in diesem Panzer zu erledigen. Das ist unser Trainingsgelände. Hier gibt's jede Menge Zeit. Sieh dich um. Das hat bei Graves geläutet. Weiter. Du und deine mexikanischen Freunde habt euch mit den Nein! Oh angelegt, Mann! Die Frage ist, wie viel C4 brauchen wir, um den Panzer außer Gefecht zu setzen? Zwei? Drei? Das hat bei Graves geläutet. Weiter so. Mexikanischen Freunde habt euch mit den falschen Hombres angelegt, McTavish. Komm raus und lass uns drüber reden. Haltet ihr das für ein beschissenes Spiel? Wenn ihr Krieg spielen wollt, spielen wir beschissenen Krieg, Chico. Einer von euch Idioten muss als letzter sterben. Wer wird das wohl sein? Das C4 Soap. Schalte Graves Panzer damit aus. Fick dich, Graves! Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten zu. Boah, Alter! Das mag ich an dir. Ey, wie kann denn das sein? Das hat ja, ja, ist mir schon klar. Weiter, so. Du und deine mexikanischen Freunde habt euch mit den falschen Hombres angelegt, McTavish. Komm raus und lass uns drüber reden. Haltet ihr das für ein beschissenes Spiel? Wenn ihr Krieg spielen wollt, spielen wir beschissenen Krieg, Chico! Einer von euch Idioten muss als letzter sterben! Wer wird das wohl sein? Das steht hier so. Schalte Graves Panzer damit aus. Fick dich, Graves! Nein, ich hab ihn! Hab ihn, glaube ich, gehabt. Aber da kommen die ganzen anderen alle. Das hat bei Graves geläutet. Weiter so. Deine mexikanischen Freunde habt euch mit den falschen Ombres angelegt, McTavish. Komm raus und lass uns drüber reden. Haltet ihr das für ein beschissenes Spiel? Wenn ihr Krieg spielen wollt, spielen wir beschissenen Krieg, Chico. Das Einer links. Von euch Idioten muss als letzter sterben. Wer wird das wohl sein? So, such nach C4 für den Panzer. Fick dich, Graves! Du hast eine gesunde Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten, Stone. Das mag ich an dir. Du bist Shepards Schoßhund. Du wirst dafür bezahlt, die Regeln zu brechen. Hier gibt's nur zwei Regeln, Jungs. Abhauen oder gewinnen. Wartet mal, welche ich wähle. Wenn es nach Hause gehen sollen, dann tut es gut, Stone. Du und das Arschloch mit der Maske. Panzer hat sich überlebt. Hinter dieser Uniform versteckt. Du hast diese Uniform getragen. Die Uniform war ein Käfig. Diese Haut habe ich abgestreift. Wie eine verfickte Schlange. Wie ein verdammter Soldat, Junge. Das C4-Soap. Schalte Graves damit aus. Boom. Sehr schön. Gegrillt. Du musstest dir deine eigene kleine Armee aufbauen, weil du seine Echten nicht gepackt hast. Seine Mutter hat sich doch mal gesandt an. Andererseits erinnere ich mich noch an mein erstes Rodeo. Dein Weg führt geradewegs in die Hölle. Ich sag dir ja nicht daraus, aber du wirst es nicht hören. Dafür wirst du hängen. Alter, okay. Spar dir diesen Erdscheiß, Johnny. Ich werde Tequila schlürfen und in einer Woche vergessen. Ich hab den Panzer doch deinen Arsch begraben haben. Ich dachte, er wäre auch so gefecht. Das könnt ihr von euch Boah. Nicht machen. Hey, Rodolfo. Denk bloß nicht, los. Uno, cuatro, uno, sind du amigos. Wer sind sie nicht? Eros no le guste usted. Cuando esté el completo. Los amigos werden los vaqueros fallen lassen wie eine halbe Kartoffel, Pendejo. Comprende?
hier gleich hoch, oder? Der ist weg. Ist hier unten noch einer? Der ist tot. Der ist auch tot. Panzer hält Distanz. Das ist nicht schlecht für uns. Jetzt haben wir zweimal C4 noch. Falls wir einen verkacken. Dank dir, Hermano. Mit einem Gewehr zum Panzerkampf. Allerdings. Soap and Ghost. Bin bei Rudy. Graves ist erledigt. Wie geht's Price? Ist sauer, hat eine gute Zigarre verloren. Dem Piloten geht's gut. Ende. Alejandro, die Basis ist sicher. Graves ist tot. Wir kommen zu euch. Ist er wirklich tot? Das ist die Frage. Oder hat er das überlebt? Sehen. Was ist passiert, mein kleiner Vaquero? Hast du einen Krieg gestartet? Gewalt scheint dir überall hin zu folgen. Ich liebe es. Dein Deal war nicht mit mir, sondern ihnen. Und ganz genau das war dein Fehler. Du wusstest von der dritten Rakete. Nachgezählt habe ich nicht. Ich habe Leute für sowas. Klar, sie lügt. Wo ist Hassan? Wo ist die andere Rakete? Chicago. Was zum Teufel ist hier los? Von Aufhalten war keine Rede. Es ging nur um den Standort. Escorpión de la Verga. Ich hab euch vor ihr gewarnt, oder? Ich bin Geschäftsfrau, Señores. Wachstum oder Tod. So funktioniert die Welt. Du hast jetzt ein Ziel auf dem Rücken. Nein, das Ziel ist in Chicago. Jetzt verschwindet das aus Almas und dann findet es Pendejos pa' fuera. Vorerst gehört sie dir. Wir kommen wieder. Ich freue mich darauf. Dann los. Die Alte als Faustdick hinter dem Rücken. So, mach den Transport klar und hol Faustdick hinter dem Ohr. Hassan und die Rakete sind in Chicago. Ist der Nutzer des Almas des Ganzen. Ich bin bald schon wieder raus. Das kann ich über euch nicht sagen, Vaqueros. Was du getan hast, hat Konsequenzen. Es ist egal, was ich getan habe. Denn was davon könnt ihr beweisen? Du hast was zu tun. Bleib auf der guten Seite, Hermano. Bis zum bitteren Ende, mein Bruder. Alles Gute, amigos. Ghost! No te pierdas, carnal! A huevo! Passt nur auf euren Arsch auf, ey. Der Nombre sagte, dass die dritte Rakete über den Hafen von Chicago in die Staaten geschmuggelt wurde. Hassan und seine Kämpfer sind auch dort. Wir wissen nicht genau, wo die Rakete ist oder was ihr Ziel ist. Hassan wurde zu einem Gebäude im Zentrum von Chicago gebracht, das einer Scheinfirma des Las Almas-Kartells gehört. Die Polizei sperrt die Straßen rund um das Gebäude ab. Sie halten nach einem gestohlenen Container voller Waffen Ausschau. Sie wissen nicht, dass es um eine Rakete geht. Hassan verschanzt sich vermutlich in einem geschützten Serverraum auf der 54. Etage. Ich bin vor Ort und suche die Rakete. Ich infiltriere mit den Marines über den Chicago River und gehe im Erdgeschoss rein. Ich beziehe gegenüber vom Ziel Stellung und gebe Feuerschutz. Zwei Helis landen auf dem Dach des Zielgebäudes. Einer mit einem Trupp Marines, der andere mit Soap und mir. Während Gas und die Marines nach oben vorrücken, arbeiten Price und Soap sich nach unten. Soap seilt sich zur Serveretage ab, wo wir Hassan in die Zange nehmen. Unser Primärziel ist, die Rakete zu finden und aufzuhalten. Ihr habt Freigabe, Hassan zu töten. Okay. Okay. Watcher 1 am Bravo 6, Kommando. Der Perimeter ist gesichert. Haben potenzielle Position des Raketencontainers. Gehen jetzt rein. Bestätigt. Alle Bravos bereit machen. Es geht los.
05 bestätigt. Wir werden als Soap spielen. Bravo 6-2 ist 20 Sekunden vom Zielgebäude entfernt. Wohl mehrere Alcatala in Männern. Ghost, Überwachungsposition. Roger, bin unterwegs. Unser Primärziel ist der 56. Stock. Ist gut gesichert und schwer zugänglich. Hassan könnte sich da verschanzen. Verstanden. Nageln wir den Bastard fest, Sir. Alles klar. Geiles Gebäude, muss ich mal so sagen. Frage ist, ob die Alte recht hat. Also nicht Laswell, sondern die Gefangene. Bewegung! Rinder 1-1, die noch gesetzt. Entferne mich. Rinder 1-2, Hauptmann bitte. Bravo 6, unterwegs zum Einhaken. Verstanden. 5 im Erdgeschoss in Stellung. Soap, hack dich ein. Wird gemacht, Boss. Ghost, wir sind bereit. Hast du Sichtkontakt? Bestätigt. Gebe Lichtsignal. Kaiser. Sehe es, Lieutenant. Was hast du? Zivilisten. Geiseln. Hassan gewinnt Zeit. Ihr beseitigt alle Gefahren. Bravo 3 sichert die Geiseln. Treffpunkt auf der Zieletage. 2 Akku unterhalb. Wechsle notfalls die Position. Freigabe für Angriff. Vorbeischleichen ist nicht, sie werden dich sehen. Sicher. Bravo 3, 5-5 gesichert. Verstanden. Etage 5-5. Gehe rein. So bist du für den Feind sichtbarer. Verstanden. 4 Ziele voraus. 3 in dem Raum, 1 auf dem Flur. Ziele, schalt sie schnell aus. Dann wo? Er wird sich die Geiseln vornehmen. Wird er nicht. Gesichert. Soap, Lagebericht. Noch eine Etage. Verstanden. In Position auf der Zieletage. So. Hier ist nix. 5 Ziele auf der nächsten Etage, 3 in Bewegung, 2 stationär. Stell Sichtkontakt her, bevor du angreifst. Anderes hier drüben. Verstanden. Sind unterwegs. Price, alle Geiseln sicher. Verstanden. Auf der Server-Etage sammeln. Server-Etage ist hier unten. Price ist schon drin. Ladung platziert. Weg da! Das macht's auch noch auffälliger. Und rein da. Roger 1 sind auf der Zieletage. Status? Laswell, was zur Hölle war das? John, die Rakete ist aktiv auf Stufe 1. Und noch was, die Steuerung ist nicht im Container. Das heißt, Hassan hat sie. Wir rücken in den Zielbereich vor. Ende. Wir brauchen diese Steuerung. Hoffen wir, dass Hassan hier ist. Abu Nazar, die Verhandlung ist hier. Wow. Ey, sag mal. Okay, vielleicht nicht so weit vorpreschen. Watcher 1 sind auf der Zieletage. Status? Laswell, was zur Hölle war das? John, die Rakete ist aktiv auf Stufe 1. Und noch was, die Steuerung ist nicht im Container. Das heißt, Hassan hat sie. Wir rücken in den Zielbereich vor. Ende. Wir brauchen diese Steuerung. Hoffen wir, dass Hassan hier ist. Thank you.
Sicher? Keine Spur von Hassan. Vorwärts. Hä? Ach Mann. Hab den rechts nicht gesehen. Ich dachte, ich kann hier erstmal in Deckung. Sicher? Keine Spur von Hassan. Warum nutzt Hassan den Serverraum? Ist der sicherste Ort im Gebäude. Vorwärts. Ich hab dich schon gesehen hinter der Ecke. Dich habe ich auch gesehen. Den habe ich auch gesehen. Wo? Was glaubt ihr, was das hier wird, Freunde? Das wird nix. Wow! Ey, Mann, diese Shotguns haben hier so eine krasse Reichweite. Das ist so unfair. Bin ich ehrlich. Keine Spur von Hassan. Alles nochmal. Natürlich. Durch die Tür, Sergeant. Hassan könnte im nächsten Raum sein. Hey, ja. Mann! Alter! Ey, das kann doch nicht so schwer sein. Ich bin noch nie in einer COD-Kampagne so oft gestorben wie hier. Das ist ja der Hammer. So. Schießen üben wir nochmal, Captain, was? Du bist gepanzert. Weg da. Müssten wir gerade. Boah, haben wir doch nicht erwischt? Jetzt haben wir ihn erwischt. Sicher. Sicher. Kein Hassan. An alle Einheiten. Ziel negativ. Weiter zum Kontrollraum. Eine Sekunde mal. Noch irgendwas? Ich hab. Der Kontrollraum da kommen ist nämlich noch Munition. Nehmen wir die hier. Das ist doch klasse. Erledigt? Ja. Da sind noch mehr. Thank you.
Okay. Zum Kontrollraum. Was ist denn da? Verfluchte Scheiße. Er ist weg. Sichtkontakt zum Kontrollraum. An alle Einheiten. Kein Hassan. Kontrollraum war Fehlanzeige. Ghost, hast du was? Bestätigt. Möglicher Sichtkontakt 46. Etage. Verstanden. Wir sind unterwegs. Zurück, Sergeant. Hat dich ein. Wo denn? Ach, hier. Der Einstiegspunkt ist 4 Ebenen tiefer. Bravo-Einheiten. 5 steigt auf der 40. Etage ein. Verstanden. Drängen ihn zu euch. Ziehen wir die Schlinge zu. So, sobald wir die Steuerung haben, musst du die Rakete entschärfen. Verstanden. Das ist nicht meine Erfahrung. Oh, ich um meine Klappe. Na! Ah! Ich wollte gerade sagen, mehr nicht. Oh. Super. Also kommen rechts gleich noch einige. Das war's für ihn. An alle Bravo-Einheiten, Achtung, man bewegt sich auf der Treppe nach unten. Verstanden. Gas, er kommt auf euch zu. Verstanden. Captain? Ach da. Och Gott, ey, diese beschissenen gepanzerten Einheiten. Ey, das ist eine Kampagne, das ist auch echt eine... Nicht nur eine Herausforderung, sondern halt auch mal ein bisschen. Mal ein bisschen was anderes. Ich check es nicht. Oh Mann. Das war's für ihn. An alle Bravo-Einheiten. Achtung, Hassan bewegt sich auf der Treppe nach unten. Verstanden. Gas, er kommt auf euch zu. Verstanden. Och Gott, ey, Mann. Ach Gott, verdammte Scheiße. Das war's für ihn. Bravo-Einheiten, Achtung. Man bewegt sich auf der Treppe nach unten. Verstanden. Gas, kommt auf euch zu. Verstanden. Ach Gott, ey, wie willst du da drei Feinde mit Panzerung außer Gefecht setzen? Ich check das nicht. Wie willst du das machen? Du verballerst deine ganze Munition hier für die ganzen Hämpflinge. Und dann kommen da drei Brocken mit Panzerung. Kaum noch Munition. An alle Bravo-Einheiten, Arme, bewegt sich auf der Treppe nach oben. Verstanden. Gas, er kommt auf euch zu. Verstanden. Jetzt aber. Verstanden.
kommt der letzte. Den haben wir. Ich dachte, das wäre einer von den gepanzerten. Noch was? Anscheinend nicht. Puh, reicht auch. Boah, was? Was tust du denn hier? Sicher! Los zur Treppe! Gerd, Lagebericht. 07, Zielsitz in der Falle, 46. Etage. Verstanden, wir kommen zu euch! Zu mir, Sergeant. Stoßen wir zur Treppe vor. Noch da. Die Treppe runter. Bewegung! Oha. Hat er hier alle umgebracht schon? An alle Einheiten, Rakete ist scharf. Auch die Marines. Ich wiederhole, die Rakete startet. Verfluchte Scheiße. Watcher, was ist das Ziel? Unbekannt, wir arbeiten dran. Verstanden. Wir holen uns das. Hier lang, Sergeant. Yes. Hassan. Ende des Ganges. Hassan ist hinter diesen Türen. Dann räumen wir auf und packen ihn ein. Ich sehe einen! Oha. Granate ist raus! Den haben wir. Ein gepanzerter noch. Wo ist das an? Wir haben ihn in diesem Raum festgesetzt. Folgt mir. RPK-Hybrid? Hassan ist hinter diesen Türen. Ich schiebe eine Kamera da rein. So, identifiziere Hassan. Wir brauchen die Steuerung. Ich krieg sie. Wow. Er ist so... Also, nennen wir es gut vorbereitet. Nein, Price! Price! Bist du okay? Alles gut. Los, du schaffst das. Soap, los jetzt. Watcher! Hassan hat die Steuerung. Wir sind an ihm dran. Wo ist der hin? Verstanden. Achtung, die Rakete ist unterwegs nach DC. Uns bleibt nicht viel Zeit, sie umzuleiten. Hassan ist in der letzten Kabine. Über die Aufmerksamkeit. Wow! Ach du Scheiße. Meine Waffe. Die Kabine wird nicht halten. Spring runter! Und da haben wir ihn. Zumindest sind wir auf ihm gelandet. Ja, da ist er. Bewegung, Sergeant! Du bist tot! Scheiße! Top, wie ist dein Status? Bauetage. Steuerung gesichert, aber Waffe verloren. Verstanden. Bleib aus der Sicht. Verbinde mit Watcher 1. Top, die Rakete wurde gestartet. Du musst sie ferngesteuert zünden. Das habe ich noch nie gemacht. Ich leite dich dadurch, aber es dauert etwas. Öffne die Steuerung, wenn du bereit bist. Okay, ich bin bereit. Scheiße. Das Ziel ist DC. Koordinaten 38 minus 77. Das ist das Pentagon. Wer hat's auf Shepard abgesehen? Nein, Shepard ist weg. Ja, naja, 30.000 Menschen sind es nicht. Beende es! Warte, aktiviere zuerst den Diagnosemodus. Drück Clear und Mode gleichzeitig. So. Ich bin drin. Als nächstes kommt die Überbrückung. Du solltest 4 Datenspalten sehen. Ich muss wissen, was in Zeile 2, Spalte 3 steht. Zeile 2, Spalte 3. Prozentzeichen. Echo,
Sierra, Papa. Das hat geklappt. Jetzt drück links und clear zum Überbrücken. Scheiße. Jetzt komm schon, verflucht. Drück links und clear zum Überbrücken. Es ist fast geschafft. Moment. Scheiße. Sergeant, die Rakete hat ihr Ziel erreicht. Du musst diese Knöpfe verstehen. Oh. Es ging viel zu lange. Ich bin drin. Moment. Shit. Sackgasse. Wo kann man denn hier hin? Oh, ja, genau. Ey, ich hab keinen blassen Dunst, Alter. Musst erstmal weglaufen. Ich bin drin. Moment. Nein. Geh weg. Nein. Oh, ich bin immer fast hinter der Scheißecke. Das ist nicht zu schaffen. Wie willst du das packen, wenn hier überall... Ich bin drin. Als nächstes kommt die Überbrückung. Moment. Ich bin wieder da. Du sollst die Datenspalten sehen. Ich muss wissen, was in Spalte 2, Spalte 3 steht. In Ordnung, ich bin bereit. Zeile 2, Spalte 3. Prozentzeichen. Echo, Sierra, Papa. Das hat geklappt. Warte kurz. Okay, was mache ich? Ich muss hier weg. Sergeant, die Rakete hat ihr Ziel fast erreicht. Du musst die Sequenz vervollständigen. Okay, ich bin wieder da. Drück links und hab ich doch gerade. Bin in Bewegung. Okay, ich bin bereit. Links hab ich doch gerade. Warte kurz. In Ordnung, los geht's. Drück links und clear zum Überbrücken. Es ist fast geschafft. In Ordnung, ich bin bereit. Jetzt drück links und clear zum Überbrücken. In Bewegung. Hab ich doch gerade. Okay, was mache ich? Ach, jetzt. Überbrückung an. Verstanden. Geh an einen sicheren Ort. Der nächste Schritt wird laut. Bis zu den Ostküsten des Mittelmeers. Ich muss hier weg. Geh in Sicherheit und öffne die Steuerung. Wir müssen sofort handeln. In Ordnung, los geht's. Na los. Letzter Schritt. Drück link, sobald das grüne Licht an der vierten Position ist. Ist detoniert. Verstanden. Die Air Force wird es bestätigen. Danke. Immer eine Freude, mit dir zu arbeiten, Laswell. Wo ist Hassan? Nicht allein. Es sind Alcatala-Wachen bei ihm. Ich töte jeden Einzelnen. Und dann hole ich mir ihn. Ende. Hochheilige, verfluchte Scheiße. Gut gemacht, Johnny. Nun zum schweren Teil. Das war der schwere Teil, Lieutenant. Wenn du meinst, bleib am Leben. Schalte die Wachen aus und töte Hassan. Ich brauch bloß eine Waffe. Bau dir eine. Ei. Wie in alten Zeiten, was, Lieutenant? Was wär's gestern gewesen? Das war gestern. Wie sollen wir eine Waffe bauen? Wie sollen wir das denn überleben zum Teufel? Aber ob wir es überleben... Das seht ihr in der nächsten Folge bei Let's Play Call of Duty Modern Warfare 2. Bis dahin. Ja, meine lieben Freunde, Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück zum Gameplay von Modern Warfare 2 Kampagne mit mir im Moxis. Ja, letzte Folge, das war schon krass. Wir konnten den
Raketeneinschuss von Hassan an DC, Washington, gerade so noch verhindern. Aber wir haben keine Waffe und die ganzen Soldaten und Hassan selber sind hinter uns her. Und wir haben keine Waffe und wir müssen uns, wie sagte Ghost so schön, eine bauen. Such nach geeignetem Material. Klebeband gefunden. Hab Metallschrott gefunden. Kann jetzt ein Brechwerkzeug bauen. Hab Glas gefunden. Such Klebeband und du hast eine Klinge. Du kannst mehr Glas zerbrechen, aber das wird dich verraten. Ich habe eine Glasklinge gebaut. Genau so, Johnny. Betäube jemanden und stich ihn ab. So, wie das gemacht. Was auch immer das für eine Waffe ist. Wenig Munition, 3 Schuss. Ob das jemand reicht? Oh yo! Du kannst mit 3 Schuss, das geht nicht. Damit kann ich ein Brechwerkzeug bauen. Nochmal Glas wäre schön, dann habe ich mehr als 8 Schuss, mehr als 3 Schuss wenigstens. Chemikalien. Könnte für eine Falle taugen. Hab etwas Wachs gefunden. Taugt für Raumfallen, wenn du dich erinnerst. Hab Klebeband. Gasfalle bauen. Wirf sie hin, wo du willst und lock sie an. Das reicht für eine Rauchbombe. Wirf sie auf die Wache und schalte sie irgendwie aus. Hier ist eine Mausefalle. Chemikalien und Klebeband. Bau eine Gasfalle. Wie fühlt es sich an, allein zu sein? Das wird lustig. Mit einer Gasfalle. Noch eine Gasfalle, weil ich glaube, die bringen am meisten. Achso, wir haben keine Chemikalien mehr. Dazu fehlt uns auch noch Glas. Das ist schlecht. Hab Chemikalien gefunden. Gut für eine Falle. Klebeband genommen. Das taugt für eine Gasfalle. Platziere sie und lock sie an. Ich könnte eine Werkzeugkiste aufbrechen. Vorsicht, Johnny, das macht Krach. Hier ist eine Mausefalle. Damit kann ich eine Gasfalle bauen. Wirf sie hin, wo du willst, und lock sie an.
Wir holen mal ein Brecheisen. Und jetzt machen wir mal hier das Ding auf. Ey, ich wollte ihn ausschalten, was soll die Scheiße? Dein Team hat dich im Stich gelassen, ne? Hat jemand dich im Stich gelassen, ne? Schön. Wow. Hä? Jetzt auch noch Soap, ey. Gott verdammt nochmal. Das geht nicht gut aus. Ich sag euch, eure Nation wird brennen. Ihr haltet mich nicht auf. Ghost. Soap. Aufs Fenster achten. Das ist kein Angriff, sondern eine Invasion. Ach, jetzt dürfen wir Ghost spielen, geil. Zack. Weggesnackt. Perfekter Schuss, Lieutenant. Du sagst es, Sergeant. An alle Einheiten. Hassan ist tot. Feind ausgeschaltet. Und Soap gerettet. Zeit für einen Drink. In Downtown Chicago gab es eine Explosion, die offenbar durch eine Stromspitze aufgrund starken Sturms ausgelöst wurde, sodass nun Tausende im Dunkeln sitzen. Der Stromausfall soll bis heute Abend behoben sein. Weitere Meldungen. CIA-Scheiße. Kreatives Schreiben. Ich verrat's nicht. Akku. Iran. Kartelle. Russen. Shepard. Shadow. An uns vorbei. Sie hatten Vorsprung. Aufgeköpfte Schlangen. Aber was ist mit Shepard? Neuigkeiten zu Shepard? Der ist abgetaucht. Wir finden ihn. Es gibt Wichtigeres. Ich habe mir die Russen näher angeschaut. Ist eine schmutzige Arbeit. Ultranationalisten haben den Konvoi überfallen, John. Kate, es ist vorbei. Nein, ist es nicht. Sie arbeiten mit jemand Neuem. Wem? Ich habe zwei Verdächtige da im Verdacht. Wir haben keinen Namen. Der ist nicht neu. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Das ist Sakajew, oder? Wer ist das? Makarov. Nee, Makarov? Oh, ja! Nett. Nette Kampagne, muss ich mal so sagen. Also, schwierig, ja. Ich überspring's mal. Es ist schwierig, ja, aber... Es ist, das ist dann wenigstens mal eine Herausforderung, ne? Also auch diese ganzen Sneaky Missions, ja, auch mal was ganz Neues, halt mit hier Waffen selber bauen und dann die Leute damit, zu eliminieren, ist schon echt eine geile Mission, beziehungsweise ist echt mal was Neues, ne? Also nicht immer dieses ganze Durchrushen und sowas,
wenn du da durchrushst, kriegst du ja, wie ihr bei mir auch gesehen habt, natürlich einen Header. Aber es ist um einiges schwieriger als die anderen Call of Duty-Kampagnen, die ich habe ja so gut wie alle Kampagnen gespielt. So. Und das ist für mich schon echt A, eine Umgewöhnung und B, wie gesagt, halt komplett was anderes. Und das ist halt was, auf das ich mich sehr gefreut habe. Worauf ich mich auch sehr freuen werde, das immer wieder durchzuspielen, weil ich die League-Kampagnen einfach liebe. Aber nichtsdestotrotz kommt ja auch bald der Multiplayer und dann sind wir dann beim Multiplayer dabei. Liebe Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich werde das an die letzte Folge wahrscheinlich mit anknöpfen, da ich die beiden jetzt an einem Stück aufgenommen habe und die wir jetzt gerade bei 11 Minuten sind. Das würde sich nicht lohnen. Jetzt, deswegen werde ich die beiden zusammenschneiden und dann habt ihr am Ende fast eine Stunde oder 40 Minuten, 45 Minuten glaube ich, Material. Das müsste reichen, ne? Also machen wir daraus eine Folge. Dann freue ich mich sehr, euch im Stream oder auch beim Multiplayer dann am Ende wiederzusehen, ne? Abonniert den Kanal, drückt auf Gefällt mir, um das Video zu liken und um mich zu unterstützen. Ja, und schreibt in die Kommentare, ob ich das mal gefallen, ob euch das gefallen hat. Digga, ich kann nicht mehr reden. Ob euch das gefallen hat, ja? Ob ihr mehr davon wollt, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns spätestens so zum Multiplayer wieder. Das sind ja die ganzen Filmsequenzen hier nochmal. Ja, würde ich sagen, schließen wir das Projekt ab. Mit Modern Warfare 2 hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin, liebe Freunde, haut rein. Ciao, ciao.